Heute ist also der Tag vor dem Halbmarathon. Das heißt, ich mache mich gleich mal auf, eine Runde laufen zu gehen. Und zwar so 20 Minuten, ganz entspannt, mit 3 Steigerungen. Also Sprints. Ja, und ich habe mir gedacht, was bringt jetzt nochmal die entscheidenden Sekunden? Oftmals geht es ja um Sekunden beim Sport. Und ich denke, morgen auch. Und da habe ich mir gedacht, ich investiere nochmal richtig viel Geld und gehe nochmal zum Friseur, um eine aerodynamische Kopfform zu bekommen. Und da war ich extra bei einem Friseur, der auf den Laufsport spezialisiert ist. Hat eine richtig große Stange Geld gekostet, aber jetzt bin ich ungefähr vielleicht 5 Gramm leichter. Aber auch so, wir haben ja auch mal einen Test im Windkanal gemacht. Also man merkt wirklich deutlich einen Unterschied. Und ich denke, damit kann ich nochmal 3, 4, vielleicht sogar 5 Sekunden gut machen. Also hat sich richtig gelohnt. Okay, also jetzt erstmal laufen, dann sehen wir weiter. Ja, wie cool ist das? Da kommt man nach Hause und empfängt 3 Pakete. Was in den Paketen ist, darf ich euch noch nicht verraten, das ist noch geheim. Will ich auch noch nicht verraten jetzt. Mache ich natürlich jetzt 25 extra Videos zu, wie ich die Sachen auspacke, was ich mit denen anstelle und wie ich die Sachen wieder einpacke. Also mein Laufgrad war relativ okay. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Wade, die natürlich immer alle Probleme mit irgendwas haben. So auch bei mir. Gestern der Lauf lief extrem gut, heute eher so mittelmäßig. Ich versuche einfach besser zu sein als 1,39. Alles andere ist mir eigentlich relativ egal. Je nachdem wie es läuft. Jetzt gehe ich duschen, dann geht's in den Garten. Und zwischendurch Unmengen an Grünkohl und rote Beetesaft. Guten Morgen. Kennt ihr das auch? Wach werden, bevor der Wecker klingelt? Nicht? Dann habt ihr bestimmt kein Baby. Aber egal, da haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit früh. Können erstmal in Ruhe duschen und frühstücken. So, okay, der Kinderwagen ist verladen und das Wetter ist top und jetzt geht's los. Da an der Gotsche, wie auch immer, haben hier die Startnummerlage Unterlagen abgeholt. Mega stark. Vielen Dank auch nochmal an das Team des Gotsche Marathon, die mir hier den Startplatz zur Verfügung gestellt haben. Ich bin arm und könnte sonst nicht mitlaufen. Also vielen Dank. Gleich umziehen und bestimmt nochmal und 10-mal pullern und dann geht's bestimmt los. Startnummer 391, Ortsruhen Ernst. Und die 400. Kurze Einschätzung, also 11. Platz, ziemlich krass, also lief ziemlich gut. Also ich hatte große Probleme nach Kilometer 14 mit Seitenstechen, ja, aber sonst
geiles Ding. Und überhaupt hier mega geile Veranstaltungen, super Anlage, super Strecke, super nette Menschen. Also nächsten Jahr komme ich auf jeden Fall wieder. Ja, jetzt bin ich zurück zu Hause und ich kann nochmal ein bisschen resümieren und vor allem nochmal die kurze Situation vor dem Rennen erläutern. Das war, also sowas habe ich noch nicht erlebt. Es hieß, da gibt es einen Shuttlebus und der fährt halt irgendwo da hinten ab. Und genau, da waren wir auch, aber da war kein Bus. Und dann waren irgendwie, war es 10.15 Uhr und der Bus sollte 10.15 Uhr fahren. Nirgendwo war ein Bus zu sehen, da bin ich vor zum DJ gerannt. Und hat ihn angesprochen, wo der Bus stehen soll. Der meinte, da hinten. Da sagte ich, da steht keiner. Bin ich wieder hintergerannt, dann war es schon irgendwie 10 Minuten vor Start des Halbmarathons. Dann habe ich einfach an irgendeine Scheibe geklopft, wo jemand im Auto saß und habe gesagt, könnt ihr mich vielleicht schnell zum Start fahren? Und die haben gesagt, mach mal. An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an die anonymen Menschen in dem großen weißen Auto, die mich dann dahin gefahren haben. Danke. Ja, der Start war ziemlich gut, stand in der dritten Reihe, es gab keine Brutto- und Netto-Messung, das heißt, es gab eigentlich nur eine Zeit, deswegen habe ich mich direkt weiter vorne eingegliedert, aber ich war auf jeden Fall mega aufgeregt, als ich dann im Start stand. Bei Kilometer 7 war ich total euphorisch, mir ging es super gut, ich fühlte mich super schnell. Das hing auch leider mit dieser Uhr zusammen, die ich wahrscheinlich jetzt bei Rennen nicht mehr benutzen werde. Irgendwie hat mich diese Uhr viel schneller gemacht, als ich eigentlich war. Bei Kilometer 14 gingen dann die Probleme los. Ich bekam mega krasses Seitenstechen und hatte irgendwie zu tun, das wieder wegzuatmen. Ja, deswegen kam ich dann auch als Elfter ins Ziel mit einer Zeit von 1 Stunde 32, 1 Stunde 33. Die Ergebnisse sind noch nicht online, aber so ungefähr. Ist auch völlig egal. Erstes Ziel war sowieso Spaß zu haben. Das hat geklappt. Zweites Ziel war dann quasi meine Zeit vom letzten Halbmarathon von vor anderthalb Jahren zu verbessern, hat auch geklappt. Drittes Ziel, was mein eigentliches Ziel war, unter 1,35 zu kommen, hat auch geklappt. Bin ich auch super zufrieden damit. Zwischendurch wäre dann das letzte Ziel gewesen, oder dachte ich vielleicht, das letzte Ziel auch knacken zu können, die 1,30. Laut meiner Uhr hat es auch geklappt. Also insgesamt super cooler Lauf. Ich bin froh, dass ich mitgemacht habe. Bin super dankbar den Veranstaltern gegenüber, dass sie mich da am teilhaben lassen. Vielen Dank. Vielen Dank an die Menschen, die mich im Auto mitgenommen haben, ganz spontan. Vielen Dank an meine Eltern, die mit waren. Vielen Dank an Magdalena, die mit war. Jetzt gibt's Kaffee, Kuchen und Baby. Also dann, vielen Dank fürs Zugucken.